Wir haben einen Stuhl zu viel. Guten Tag. Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein, und zwar nicht alleine. Ich stelle Ihnen kurz die Menschen hier auf dem Podium vor, alphabetisch. Neben mir zur Linken sitzt Daniela Dröscher, 1977 in München geboren, allerdings in einem kleinen Ort aufgewachsen, was nicht ganz unwichtig ist, denn ein Buch, was sie zuletzt publiziert hat, Zeig mir deine Klasse, dreht sich genau um diese Frage anhand ihrer eigenen Biografie, wie es eigentlich ist, mit verschiedenen Privilegien, aber gleichzeitig auch konfrontiert mit Ausschlussmechanismen aufzuwachsen, warum eine Klassen- und oder Milieufrage etwas ist, was dir, ich sag zu ihr du, weil wir uns schon länger kennen und mir das eh rausrutschen wird, warum dir das erst so spät als Frage überhaupt ins Bewusstsein kam. Und es ist ein Buch, was, wie ich finde, sehr genau, sowohl literarisch wie soziologisch, diesen Fragen auch nach Ausblendung von Privilegiertheit nachgeht. Und etwas, was man sich leicht merken kann, die drei Ds, die auftauchen und immer wieder durchgespielt werden, der Dialekt, das Dorf und die dicke Mutter. Sie hat noch andere Bücher geschrieben, Die Lichter des Georges Psalamansar. Ich habe es falsch ausgesprochen, aber Sie werden es finden. Und Pola, sowie Stücke und Erzählungen. Und sie hat auch ganz viele Preise gewonnen, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Zu meiner Rechten sitzt Robert Habeck. Auch er ist Schriftsteller und nebenher, oder vielleicht könnte man fast sagen, hauptberuflich Bundesvorsitzender von Bündnis 90, die Grünen. Geboren ist er 1967 in Lübeck. 69. Ja. Macht man Leute auch noch älter, als sie sind. Gut. Egal. Jedenfalls hat er so viel gemacht, dass er definitiv auch 2 Jahre älter sein könnte, obwohl er 5 Jahre jünger aussieht. Unter anderem hat er Abitur gemacht, Zivildienst studiert. Stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und wie gesagt aktuell zusammen mit Annalena Baerbock Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ein Buch, was nicht ganz irrelevant ist für dieses Podium, Wer wir sein könnten, ist zuletzt erschienen von ihm und da geht es um die Frage, wie sich eigentlich auch gerade die politische Sprache, die Sprache im politischen Diskurs verändert hat, wie sich von rechts eine Sprache immer weiter in Richtung einer enthumanisierten oder enthumanisierenden Sprache entwickelt, wie man eine inkludierende Sprache, eine auch aktivierende Sprache entwickeln, benutzen, dagegen stellen kann. Und das wird sicherlich noch insgesamt Thema sein bei unserem Gespräch. Zuletzt ganz rechts von mir aus gesehen, Sabine Rennefanz, 1974, stimmt hoffentlich, in Beeskow geboren, Schriftstellerin und Journalistin bei der Berliner Zeitung. Sie ist zur Schule gegangen in Eisenhüttenstadt, wovon sie in ihrem Buch Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration erzählt. Ein Buch, was genau dieser Frage nachgeht, was eigentlich ihre Generation mit der Wende erlebt hat. Die Frage nach Verunsicherung der eigenen Lebensumwelt, die Frage danach auch, inwiefern bestimmte Diskriminierung danach auftauchten, inwiefern man ernst genommen wurde, auch nicht. Ein relevanter Teil dieses Buchs ist auch die Zeit in Hamburg, als sie bei der evangelikalen Kirche St. Ansgar waren. Und das, was auch ein Kernstück dieses Buches ist, ist die Frage, inwiefern, oder es ist ein Artikel, der dem Ganzen vorausging, Uwe Mundlos und ich, also genau diese in rechtsextremen Milieu haltsuchende Generation, die nun sich extrem radikalisiert hat und in den Bereich der wirklich menschenverachtenden Kriminalität überging, aber inwiefern sie in ihrer eigenen Biografie
Verunsicherung erlebt hat und Wünsche nach bestimmten klaren Kategorien, in denen sie Halt finden konnten für eine Zeit und wie sie in dieser Zeit gelebt hat. Zwei weitere Bücher, die sie geschrieben hat, Die Mutter meiner Mutter und Mutter to go. Auch sie hat Preise gewonnen, die sie alle nachlesen können, aber sonst ist die Zeit gleich um. Möchte ich beginnen mit einer ersten Frage an alle oder erstmal einer Beobachtung, die ich kürzlich machte, als ich auf Zugreisen durch die Bundesrepublik unterwegs war. Zum einen war ich in Chemnitz. Nach Chemnitz kommt man von Berlin aus ganz gut bis Leipzig und dann steigt man um in eine sehr nostalgische Bummelbahn. Das ist wunderschön, wenn man das einmal macht. Die Frage ist, wie schön es ist, wenn man eigentlich an eine gute Anbindung angewiesen ist. Anbindung ist vielleicht der Gegenbegriff zu dem ohnehin diskussionswürdigen Begriff abgehängt. Das andere war eine Strecke von Frankfurt nach Karlsruhe, wo der ICE in allen möglichen 30.000 Einwohnerorten hielt. Das heißt, die Frage nach Angebundenheit ist vielleicht nicht nur eine von Zentrum und Peripherie. Wie ist die Großstadt das Zentrum, ist die ländliche Region die Peripherie, sondern auch wo genau, in welcher Region sich das befindet. Und als erste Frage würde ich gerne zum einen den Begriff des Abgehängten zur Diskussion stellen, inwiefern das vielleicht auch eine Art des Redens ist, die selbst wieder solche Kategorien reproduziert. Und zum anderen, was genau wäre wünschenswert, was wäre eine Idealvorstellung von einer, es muss jetzt nicht die Deutsche Bahn sein, auch im übertragenen Sinne, Verbindung von Peripherie und Zentrum. Was ist das, was diese beiden Orte und vielleicht auch Milieus miteinander verbindet? Gleich schon mal darauf. Ja, schönen guten Abend. Erstmal vielleicht zu diesem Wort abgehängt. Also ich selbst habe inzwischen echt so damit meine Schwierigkeiten, weil das schon einfach so ein Begriff ist, der aus so einer Sprechhaltung so auch so einer gewissen Überlegenheit rauskommt. Das stimmt natürlich in dem Sinne, wenn man jetzt nur über die Züge spricht. Bestimmte Orte sind abgehängt, aber meistens geht es ja auch um Menschen, um Orte. Und mir ist das selber mal aufgefallen, als ich über einen Artikel über Marzahn, als bei der letzten Berliner Landtagswahl Marzahn hohe Wahlergebnisse hatte, also die AfD war sehr, sehr erfolgreich. Und ich hatte dann über meinen Artikel abgehängt drüber geschrieben. Und natürlich haben dann sehr viele Leute geschrieben, ja, Marzahn ist überhaupt nicht abgehängt und 25 Minuten vom Alexanderplatz und hier gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Milieus und so. Und dann fing ich auch einfach an, darüber nachzudenken, über meinen eigenen Gebrauch, dass ich das eigentlich auch nicht mag, wenn über den Osten als abgehängte Region geredet wird, weil das einfach aus so einer, einer gewissen gönnerhaften Haltung ist, so eine gewisse Arroganz eigentlich auch und irgendwie, als ob es so zwei Züge gibt, in dem einen sitzen die Leute drin und die anderen durften irgendwie nicht mit rein aus irgendwelchen Gründen. Und da, finde ich, fängt es eigentlich schon an, wenn man, über wen spricht man, warum spricht man über ihn und nicht mit ihm. Also da wünsche ich, also eigentlich müsste man das Wort streichen. So. Und durch was ersetzen? Ja, ich habe jetzt auch kein anderes Wort, weil ich glaube, es gibt nicht so ein allgemeines Wort. Es gibt irgendwie für jeden, also gerade so, wenn wir jetzt über den Osten reden, da gibt es gerade ganz vielfältige Entwicklungen und es gibt nicht so die eine Situation. Also man muss wirklich genau hingucken zwischen Städten und ländlichen Regionen, Nord und Süd. Also eigentlich so ein Plädoyer für ein genaueres Hingucken. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich glaube, wichtig ist als These jedenfalls festzuhalten, dass Orte, also öffentliche Räume, aber eben auch einfach nur da, wo man wohnt, als lokale Gegebenheit und Selbstbewusstsein oder Identitätsfragen ganz eng miteinander verbunden sind. Also deswegen geht diese Heimatdebatte immer so ab, weil alle gleich mitquatschen können, im Positiven wie im Negativen, aber jeder verbindet damit irgendeine Ortwahrnehmung und identifiziert oder will sich nicht identifizieren lassen damit. Und deswegen ist die Frage, die wir heute Abend diskutieren, neben Investitionsfragen und so weiter, berührt im Grunde den Kern der politischen Debatte, weil darüber eine Identitätsdiskussion abgehandelt wird. Und ich glaube, die speist sich aus zwei Richtungen. Einmal
genau wie wir gerade gehört haben, wie darüber gesprochen wird. Also wenn man sagt, im Mittleren Westen, Flyover Country, abgehängte Orte, strukturschwache Regionen und so weiter, ist es vergleichsweise schwer, eine selbstbewusste, fröhliche Identität zu haben. Ich lebe in einem strukturschwachen Ort und freue mich darüber. Jeden Morgen freue ich mich. Das ist schwer zu sagen, sondern man denkt, verflucht nochmal, wieso lebe ich eigentlich hier? Und dann beginnt eine andere Form von politischer Auseinandersetzung. Und umgekehrt kann man vielleicht sagen, dass über die Suche eine Identität zu finden, auch Ortszuschreibungen umgekehrt gemacht werden. Also im negativen Sinne so eine Art Trotz. Ja? Also ihr glaubt, hier ist es schlecht und wir sind alle grimmig und verbiestert. Hahaha, wart mal ab, wir können auch ganz anders sein. Und dann steigert sich sozusagen über eine eigentlich selbstbewusste oder positive Identität, die man versuchen will zu machen, irgendwas ganz anderes. Oder eben auch positiv, indem man sich lustvoll auf seine Region oder was immer bezieht. Also ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Das war und ist jetzt auch nicht immer das blühendste Bundesland gewesen. Also relativ viele strukturschwache Regionen, die jetzt alle durch die Energiewende vergleichsweise viel Kohle haben, aber natürlich sich auch landschaftlich verändert haben. Also man kann da so oder so drüber reden, will ich sagen. Aber ich bin immer mit den Sprüchen aufgewachsen, mehr als Schleswig-Holsteiner kann der Mensch nicht werden. Das war sozusagen, das glauben die alle da oben. Ja, und das kann so scheiße aussehen, wie es will, während die Brandenburger vielleicht sagen, alles verspargelt, sagen die, oh, hier ist der weite Horizont und die paar Stängel dazwischen nerven gar nicht. Und deswegen ist die Frage, wie man dann die Orte dann dazu bringt, positiv über sich selbst zu sprechen, also eine Art Selbsterfahrung, Selbstwirksamkeiterfahrung, wahrscheinlich unmittelbar mit den reinen trockenen ökonomischen Fragen verbunden. Also ne, du kannst so viel Geld reingeben, wie du willst, wenn das nicht dazu führt, dass an irgendeiner Stelle eine positive, fröhliche Identität entsteht und damit eben auch ein politisches Bewusstsein, dann ist das gar nichts wert. Ich sage auch noch was, oder? Ja, gerne. Genau. Also, ich glaube bei der Sprache, also ich teile diese Skepsis gegenüber dem Wort abgehängt, merke aber auch, ich habe nicht so richtig gute Wörter. Und das hat aber auch, also unten zu sagen, deklassiert zu sagen, es ist alles pauschalisierend. Ne? Also das ist überhaupt nicht konkret. Bitte? Eben, darauf will ich hinaus. Also zum Beispiel in der Region, in der ich aufgewachsen bin, ich nenne sie im Buch strukturschwach. Das ist die nahe Region in Rheinland-Pfalz, Huste des Hunsrücks. So ein kleines Dörfchen, das ich dann lange Zeit verleugnet habe im Studium. Offiziell komme ich nämlich aus München und ich habe immer erzählt, ich komme aus München. Also ich war die falsche Münchnerin sozusagen. Und ich habe aber gemerkt, auch in der Rezeption der Menschen vor Ort, wenn ich sage, das ist eine strukturschwache Region, als ich die weggegangen ist, ne, und hier in Berlin lebt, sozusagen in dem hippen Berlin, ich darf das eigentlich nicht mehr sagen. Selbst heißt es aber vor Ort ganz oft, hier ist ja nichts. Ne? Aber ich darf nicht sagen, hier ist nichts. Und das, ich finde, das muss man respektieren. Also was ist die Fremd- und was ist die Selbstbezeichnung? So. Da würde ich gern gleich an Sie übergeben, weil das hat mir zumindest in Ihrem Buch aufgefallen, dass genau diese Frage Sie auch umgetrieben hat. Also die Fremdzuschreibungen, mit denen Sie konfrontiert wurden oder die Ihnen einfach untergeschoben wurden. Vielleicht möchten Sie dazu noch was sagen, weil das ist ja genau einer der Knackpunkte. Genau, also vielleicht sage ich auch noch mal was so zu Eisenhüttenstadt, weil das wirklich, also wenn man sich so die Regionen anguckt, gibt es einfach sehr unterschiedliche Entwicklungen. Und das war ja so eine sozialistische Modellstadt, also großer Aufstieg zu DDR-Zeiten. Und dann 1990 rutschte das Stahlwerk, um das die Stadt gebaut wird, ist eine große Krise. Und 8000 Leute wurden auf einen Schlag quasi entlassen. Und die Stadt, also da hat dann eigentlich 5 Jahre lang um das Überleben des Stahlwerks gekämpft und das hat die Stadt immer noch geprägt. Also die hat in den letzten 30 Jahren 50% der Einwohner verloren und das merkt man natürlich auch. Und selbst wenn die Leute sich Mühe geben, fröhlich zu sein, es ist einfach, man merkt so, die sind halt so abhängig von Entscheidungen, die woanders getroffen werden. Und die sind auch abhängig von, also was die Bahnanbindung angeht, was die Zukunft des Stahlwerks angeht, das inzwischen zu ArcelorMittal gehört, globale Kette, globales Stahlkonsortium. Und man fragt sich, also man merkt so, wie diese Stadt so nach ihrer Bedeutung und nach ihrer Funktion auch sucht. Und das ist so ganz
so ganz essentiell, glaube ich, bestimmte Regionen, ja, um Geld geht es da gar nicht. Also den Leuten geht es materiell inzwischen echt ganz gut, niedrige Arbeitslosenquote und trotzdem so ein hohes Frustpotenzial, ne? Und das ist ganz schwer, da was gegenzusetzen. Es sind halt so, also in meinem Alter sind so ganze Abiturjahrgänge weggegangen, ne? Also in den Westen, Baden-Württemberg, Bayern und so. Und ich war in Hamburg und das ist witzig, dass du das sagst. Also ich habe mal gesagt, ich komme aus Bremen, weil ich mich geschämt habe, dass ich aus dem Osten komme. Erstmal war das immer so super kompliziert zu erklären. Brandenburg, aber nicht die Stadt Brandenburg. Ja, wo ist das eigentlich? Ja, irgendwo in Polen quasi. Ja, und dann kam auch immer in den 90ern, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber in den 90ern waren halt die Klischees einfach auch so krass und man wurde halt immer so gleich so mit Stasi und Bananen und konfrontiert und hatte ja auch einen Trabi. Und wenn man selbst schon irgendwie ein ziemlich unsicheres Mädchen ist und nicht so richtig weiß, wo man eigentlich steht, das hat mich überfordert. Ich kannte keine Stasi-Leute, ich wusste nicht, wovon die redeten, ne? Und um das zu umgehen, habe ich irgendwann gesagt, ich komme aus Bremen, ich habe mal in Bremen ein Praktikum gemacht, ich wusste ungefähr, wo da was war. So, ja, genau, wie da, ja, genau, das. Ja, aber wenn Sie sagen, dass das Gefühl oder das, was Sie wahrnehmen dort in Eisenhüttenstadt, ist, dass Entscheidungen deutlich entfernt getroffen werden, ganz woanders. Dass Entscheidungen woanders getroffen werden, ist ja erstmal kein Problem. Nur wenn das Gefühl zu einer Frustration führt, also das Gefühl, das ist so weit weg, dass die Leute, die die Entscheidung treffen, gar nicht mehr verstehen, was hier eigentlich vonnöten ist, was hier die Probleme sind, was hier eigentlich das Gewünschte ist, ist es ja ein grundlegendes Problem, was vermutlich auch in Zusammenhang steht mit einer grundsätzlichen, was wir gerade erleben, zunehmenden Skepsis gegenüber repräsentativer Demokratie, gegenüber Eliten und so weiter. Das kann ich gleich weitergeben. Was sind da die Lösungsansätze oder vielleicht auch einfach nur erstmal die neuen Fragen, wie man da den Diskurs so weit öffnet, dass Menschen sich wieder eingebunden fühlen? Ja, ich glaube, es gibt jetzt auch für die Konferenz eine unbewusste Annahme, die wahrscheinlich falsch ist, dass gut funktionierende öffentliche Räume quasi zwangsnotwendig zu einer liberalen, irgendwie egalitären Diskurskultur und Demokratie führen. Sonst würde eine grünnahe Stiftung wahrscheinlich nicht so viel Fokus darauf legen. Und ich glaube, man kann das begründet bezweifeln. Also möglicherweise ist genau sogar das Gegenteil der Fall, dass gut funktionierende öffentliche Räume dann eine lokale Identität steigern und dadurch, wie soll ich sagen, den Neid oder die Vergleichbarkeit mit anderen Räumen erst recht ermöglichen. Also wenn sozusagen die intelligenteren Theorien, die mir erklären, was gerade so politisch abgeht, sagen, dass es eine paradoxe Entwicklung ist. Wir streiten über Integration und Kultur und Gesellschaft und politische Leitmedien und Volksparteien und so weiter, weil wir so im Verdruck sind, sondern weil wir schon so weit sind in gesellschaftlichem Fortschritt, weil schon so vieles passiert ist. Und dadurch aber erwachsen noch mehr Ansprüche und man fängt erst recht an, sich zu vergleichen. Das würde bedeuten, dass die Diskussion über öffentliche Räume dann an Schärfe zunimmt, wenn man sagt, ja, hier hält zwar der Zug von Leipzig nach Chemnitz fährt, aber es ist ja kein ICE. Ja, aber da bin ich unzufrieden. Warum habe ich keine, Flensburg auch, ja, wir haben auch keine ICE-Haltestelle, ich ärgere mich jedes Mal darüber. Aber natürlich haben wir eine okay Anbindung nach Kiel und nach Hamburg und so weiter. Und das heißt also, dass es gibt aus meiner Sicht wahrscheinlich gar keine Zwangsläufigkeit von einer Entwicklung, dass eine gut ausgebaute öffentliche Rauminfrastruktur notwendigerweise zu Pluralismus, Liberalität und Freundlichkeit führt, sondern möglicherweise eher sogar zu noch größerem Neiddenken. Und das könnte ein Stück weit vielleicht erklären, warum die AfD, wenn ich jetzt das einmal hart politisieren darf, ich meine, sie nimmt übrigens, das wollte ich mal einmal sagen, man sagt immer, ja, die AfD, jetzt in Brandenburg, gestern hatten wir eine Umfrage, stärkste Partei, ja, stimmt, aber sie nimmt übrigens gar nicht zu in den Stimmen, sondern sie ist seit 5 Jahren bei 21% plus minus, die anderen werden nur so schwächer. Also es ist falsch aus meiner Sicht zu sagen, der Trend des Rechtspopulismus geht ungebrochen weiter, wir haben halt eine andere Dynamik an anderer Stelle, also da sollte man im politischen Diskurs ziemlich genau hingucken, möglicherweise ist der Trend sogar schon gebrochen, aber
wenn man jetzt mal einfach sagt, 20% ist auch schon ganz schön viel, dann kann man vielleicht sagen, die sind jetzt entstanden in einer Phase, wo eben die gröbsten Wohlstandsunterschiede nach der deutschen Einheit schon beglichen sind. Sie haben es ja gerade gesagt, dass in Eisenhüttenstadt die Arbeitslosigkeit gar nicht so hoch ist, kann ich jetzt nicht so intensiv mitreden. Aber das ist vielleicht die Erklärung dafür, dass man jetzt sagt, aber die anderen haben ja noch viel mehr. Also man hat jetzt die Innenstädte einigermaßen so saniert, dass der Putz dann nicht mehr von der Wand fällt. Aber jetzt fällt auf, dass alles voller 1-Euro-Läden ist, während vielleicht in Hamburg oder in Prenzlauer Berg irgendwie noch ganz andere Cafés sind. Wir haben hier nur die Dönerläden und ihr habt auch noch das Thai-Restaurant. Und das macht uns zufrieden. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir vorsichtig sein sollten, wahrscheinlich auch über die ganze Konferenz, die Annahme, dass gesellschaftlicher Fortschritt auch im öffentlichen Raum notwendigerweise zu einer sozialdemokratischen Durchdrungenheit der Gesellschaft führt. Wobei das ja eigentlich sozialdemokratische Agenda ist, aber da scheint mir keine Zwangsläufigkeit zu sein. Wenn ich dazu was fragen darf. Ja. Aber wenn ich das ernst nehme und weiterdenke, dann bedeutet das, dass man sich eigentlich den sozialen Vergleich als solchen vornehmen muss, oder nicht? Also dass man darüber nachdenken muss, warum es den gibt, wie der funktioniert, wie der... Ich glaube, das wird vielleicht das Podium nach uns aufbereiten können, aber kurz gesagt kann man wahrscheinlich feststellen, dass es schlimmer ist, arm zu sein oder ärmer zu sein in einer reichen Gesellschaft als in einer ärmeren Gesellschaft. Das Neid ist sozusagen eine kapitalistische Triebfeder und je fortentwickelter der Kapitalismus ist, umso neidischer werden die Leute. Das glaube ich ist, das wissen wir doch alle, dass es so ist. Also man teilt leichter, wenn man nichts hat oder wenig hat. Und wenn man, das erklärt doch sozusagen Gier sozusagen an verschiedenen Stellen. Wenn man sich so ein paar Studien anschaut, kann man zumindest sagen, dass es demografisch relativ eindeutige Trends gibt, dass, man hat es jetzt kürzlich in den Nachrichten gehört, in Ostdeutschland die Bevölkerungszahl auf dem Stand von 1905 ist, in Westdeutschland so hoch wie noch nie. Sachsen-Anhalt wird in den nächsten 20 Jahren 15,6% weniger Einwohner haben, dagegen Hamburg 10,05% mehr. Das sind natürlich zwei Faktoren, die zusammenkommen. Einmal das städtische versus das Flächenbundesland, aber natürlich auch das Ost gegen West. Die Wirtschaft tatsächlich ist nicht so, also es ist nicht im direkten Verhältnis zueinander. Das heißt, das spricht schon dafür, dass mehr wegziehen als weggedrängt werden von der wirtschaftlichen Situation her. Aber wenn wir über sozialen Vergleich sprechen, ist ja eine Konstante oder etwas, womit vielleicht noch mehr die Generation der Nachkriegsgeneration aufgewachsen ist, ist der soziale Aufstieg. Oder wir reden auch gern vom Bildungsaufstieg und so weiter. Auch der Bildungsaufsteiger, der Bildungsaufstieg hat so was Ähnliches wie das Wort abgehängt, nämlich so ganz nebenbei eine kleine, geringe Bewertung, eine kleine Abstufung all jener, die nicht die Universität besucht oder abgeschlossen haben. Und ich habe kürzlich mal einen Cartoon gesehen. Auf dem linken Bild war ein Vater mit dem Kind zu sehen. Der Vater sagt zu dem Kind, irgendwann, mein Sohn, wirst du es besser haben als ich. Also dieser Glaubenssatz, an den viele Generationen lang geglaubt wurde. Auf dem rechten Bild war ein Vater mit seinem Sohn zu sehen, der gar nichts sagt, sondern nur eine Denkblase hat. Ich bin ja nur froh, wenn du nicht mehr die Apokalypse erleben musst. Also eine gewisse Umverteilung von dem, was man an Hoffnung und Erwartung hat. Und inwiefern ist diese Neidfrage oder auch überhaupt diese Frage danach, wie wir immer weiter nach oben kommen, auch etwas, was vielleicht in bestimmten Punkten im Wege steht, also um eine Diskussion durchlässiger zu machen. Ist dieser stetige Aufstieg etwas, was man nur positiv bewerten kann, oder ist das natürlich auch etwas, was man hinterfragen kann? Also ich glaube, der soziale Aufstieg oder vielmehr die Legende über die Möglichkeit für alle, immer unter allen Umständen vom sozialen Aufstieg. Das ist wichtig, sich die anzuschauen und auch zu dekonstruieren, weil natürlich
notwendig nicht für alle da oben Platz ist. Das werden natürlich immer nur Einzelne sein. Ne? Und für mich ist der soziale Vergleich, also ich hake da noch, weil ich mich so ein bisschen wehre innerlich, merke ich, dass ich das ist kein Befund über den Menschen. Also nur weil es so geworden ist, so kann's, muss es nicht immer so bleiben und darf es vielleicht auch nicht immer so bleiben, ne? Dass dieser soziale Vergleich so allgegenwärtig ist so, oder so eine krasse Triebfeder auch, weil dadurch erkläre, also sozusagen, ich unterscheide in meinem Buch die Scham nach oben und die Scham nach unten. Unten auch da wieder, wie spricht man, ne? Als privilegiertes Subjekt. Und ich glaube, eine mangelnde Solidarität der Mitte mit unten hat ja genau mit dieser Abstiegsangst zu tun. So, das ist sozusagen, und das interessiert mich einfach als, warum ist die Blickrichtung nach oben, warum ist die so viel ausgeprägter? Was ist das eigentlich? Was sind das für Erzählungen, die dahinter stecken? Vielleicht, wenn ich da noch eine Frage hinterher schieben kann, nämlich das ist die, warum du den Begriff der Klasse wieder stark machst gegen den Begriff des Milieus. Also wir reden viel von Milieus, Klassenbegriff schien ein bisschen aus einer anderen Zeit, aber du machst dich genau wieder dafür stark und du hast ja auch Gründe dafür. Also ich spreche ja schon von Milieus, also ich erzähle dir den doppelten Milieuwechsel innerhalb meiner Familie, aber das Buch heißt hat die Klasse im Titel. Für mich ist das ein Suchbegriff, also das ist kein Analyseinstrument, sondern es ist ein Begriff, der, glaube ich, reformiert werden könnte, feministisch, postkolonial. So, und ich habe den Eindruck, da suchen einige danach gerade. Ich verwende ihn aus, er betont den Aspekt der Ausbeutung, so, also anders als die Schicht. Er betont den, das potenzielle Wir, das sich daran anschließen kann. Ne? Also man sagt, eine Klasse kennt ein Wir-Gefühl, die Schicht nicht. Und eben den Mythos der Durchlässigkeit, der natürlich nicht nur Mythos ist, sondern auch Realität erzählt. Aber es gibt ja, jedes Jahr trudelt ja schön die OECD-Studie ein und da steht halt jedes Jahr drin, wie bedeutsam soziale Herkunft hierzulande ist. Und mir scheint es mitunter, dass die Ausnahme gern so als Regelfall erzählt wird. Und das ist aber die Ausnahme weiterhin, der soziale Aufstieg. Also Kinder, die in Familien aufwachsen, die in der dritten Generation von Sozialhilfe leben, das ist, also ich glaube, denen muss man nicht erklären, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. So, deshalb habe ich diesen schärferen Begriff gewählt. Vielleicht können wir da kurz bleiben, denn die Frage nach sozialen Räumen, überhaupt von Partizipation, wenn wir die sozialen Räume erstmal als einen Ermöglichungsraum von Teilhabe verstehen wollen, braucht ja auch genau diese Chancen. Und wenn wir uns Durchlässigkeit wünschen und erzählen, was sind konkrete politische Möglichkeiten, da das zu verbessern oder das der Legende hinterherzukommen? Also wenn es richtig ist, das müsste ja diskutiert werden, aber wenn es richtig ist, dass nur Räume und wenn sie auch gut ausgestattet sind, noch nicht die Bedingung dafür sind, dass es auch eine politische Leitidee, die in humanistischer Hinsicht, also eine progressive, wenn Sie wollen, linke oder was immer emanzipatorische Idee gibt, sondern nur eine Voraussetzung dafür geschaffen ist, dann heißt es ja, dass in diesen Räumen oder aus diesen Räumen heraus gerungen werden muss, wozu die gebraucht werden. Also der politische Diskurs muss halt einsetzen. Ich versuche das mal deutlich zu machen am Beispiel. Ich denke immer, wenn andere Leute Schule sagen, an meine vielleicht prägendste Erfahrung von einem öffentlichen Raum, ich habe ja lange auch auf dem Dorf gelebt in Schleswig-Holstein, da gab es das große Ereignis im Frühjahr war immer das Feldhandball-Pfingstturnier. Das waren 1000 junge, also ganz Kinder, kleine Kinder, ab 3 Jahren konnte man da, hieß immer Pampersliga, das fand ich schon ziemlich diskriminierend, weil das ja, also mit 3 Jahren hat auch keiner mehr in Schleswig-Holstein Pampers getragen oder Windeln getragen, aber es begann mit der Pampersliga bis zur A-Jugend, 3 Tage lang, die A-Jugend war natürlich am ersten Tag abends strack, aber man hat sozusagen bei bestem Wetter 3 Tage lang milieuübergreifend, ortsübergreifend Feldhandball gespielt, ein riesen Gaudi und die Eltern haben dann sozusagen die Betreuungsleistung gemacht. Das hatte 2 Seiten. Einerseits war es sozusagen eine Identitätsschlacht der Dörfer, also das
kennen alle, die aus dem ländlichen Raum kommen, dass man mit diesem Ort, der 5 Kilometer weiter war, mit denen hat man eigentlich nicht geredet. Ja, das waren die anderen. Man hat sich auf dem Schulhof geprügelt und beim Handball war es echt eine blutige Angelegenheit. So hätte es auch sein können, dass man quasi sagt, das ist jetzt hier quasi der Tummelplatz der lokalen Identitäten und der, wenn Sie so wollen, Abgrenzung und Ausgrenzung. Das wurde aber durchbrochen durch die Arbeit von der Freiwilligen Feuerwehr bis zu den Sportvereinen und den Trainern und den ganzen Freiwilligen, die das große Motto da hingeschrieben haben, dann auch noch Englisch, vom Me zum We. Also haben das sozusagen das W zum M umgedreht, das M zum W umgedreht. Und diese 3 Tage standen im Grunde unter dem Motto, wir üben hier Gemeinsamkeit. Bis in die Details rein, dass man gemeinsam abwaschen und gemeinsam kochen musste, gemeinsam die Toiletten sauber machen musste, natürlich auch Nachtwanderungen und so weiter, gemeinsam schlafen. Da konnte einer nicht schlafen, hatte Heimweh. Und es gab eine Übung, das Heimweh zu bekämpfen, und man hat sich versucht, sozusagen über diese Spielen tatsächlich Gemeinschaft anzueignen. Das war aber eine Leistung. Hätte man nur gesagt, hier von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag wird hier gefeiert und gesoffen, wäre das völlig sozusagen in eine ganz andere Richtung gelaufen. Und ich glaube, dass, also für mich ist das war so romantisch, das können Sie sich nicht vorstellen. Also man wollte, ja wirklich, sonst ist man ja als Eltern froh, wenn man nicht seinen Nachmittag am Sportplatz rumhängen muss. Da wollte man dabei sein. Das hat die ganze Region, und das ist jetzt keine linksliberale Region wie Kreuzberg oder so, sondern alle wollten dabei sein und haben ihren Beitrag geleistet. Und es war im Grunde ein Fest der Gemeinsamkeit im progressiven Sinn. Und ich glaube, das muss erarbeitet werden. So, und das Entscheidende ist jetzt wahrscheinlich, dass die öffentlichen Räume, von denen Peter Siller vorhin gesprochen hat, nicht automatisch zu so etwas führen, also zu einer gesellschaftlichen Teilhabediskussion oder Erfahrung, aber die wiederum nicht möglich ist ohne öffentliche Räume. Also das ist quasi die Bedingung der Möglichkeit, aber ohne diese Bedingung geht es halt nicht. Und das muss man, glaube ich, nur analytisch auseinanderhalten. Und das wäre quasi sozusagen die Negativgeschichte ist doch, aber das werden Sie vielleicht besser erzählen können, ich kenne es ja nur sozusagen vom Hören sagen, dass, weil sich auch Politiker meiner Partei in den 90er Jahren aus diesen öffentlichen Räumen zurückgezogen haben, rechtspopulistische Parteien und Vorhutorganisationen diese öffentlichen Räume organisiert haben oder wahrgenommen haben, Bürgerwehren, Heimatschutz, bla bla bla, Truppen aufgestellt oder eben die Eckkneipe am Laufen haben lassen oder die Freiwillige Feuerwehr genommen haben. Das waren ja öffentliche Räume. Wenn öffentliche Räume immer gut wären, dann wären sozusagen rechtsradikale öffentliche Räume ja auch gut. Das kann aber nicht, also jedenfalls nicht heute Abend gemeint sein. Also die Erzählung darf sozusagen nicht im Neutrum stehen bleiben, meine ich, sondern sie muss politisiert werden, damit das Ganze Zug bekommt. Ja, es geht nicht ohne die Menschen, ne? Und das ist natürlich, also was Sie angesprochen haben, in vielen Gegenden in Brandenburg, aber auch natürlich in Sachsen und Thüringen, Realität, dass gerade so die Jugendvereine und so, dass da erstmal in den 90er Jahren viele Fehler gemacht wurden. Also ich erinnere mich an Eisenhüttenstadt, da gab es auch ein Asylbewerberheim, gibt es noch ein Asylbewerberheim, da fanden genau dieselben Sachen statt wie in Rostock und Hoyerswerda, nur auf kleinerem Level. Es hat es jetzt nicht in die Tagesschau geschafft. Und ich erinnere mich noch, da haben die Sozialarbeiter immer gesagt, das sind die Jugendlichen, die protestieren gegen die Massenarbeitslosigkeit. Und das war natürlich so diese quasi anbiedernde Sozialarbeit, die damals ja aber auch so ein bisschen en vogue war, ne? Dass man denen irgendwie auch nicht ganz klar Grenzen gesetzt hat. Und ich bin auch mit Politikern, also Landespolitikern in Brandenburg aufgewachsen, die halt immer Verständnis gezeigt haben, ne? Und die irgendwie gesagt haben, ja, die Rechten, die kommen jetzt von drüben und die nehmen uns hier die Jugendlichen weg. Und das war immer so eine total passive Haltung. Und das gipfelt natürlich in dieser Aussage, die jeder hier kennt, von Biedenkopf, die Sachsen sind gegen Rechtsextremismus immun. Und das hat es in kleinen Teilen, also auch nicht nur in der CDU, auch in der SPD, muss ich sagen, ja, wirklich stark gegeben in den 90ern. Und bis da mal wirklich klare Kante gezeigt wurde oder einfach auch ja, eine Konfrontation aufgemacht wurde, das hat sehr lange gedauert. Und ich frage mich, ob es vielleicht nicht also gerade so dann auch zu spät war an vielen Orten, weil der Gesprächsfaden ist so komplett abgerissen, ne? Weil eben
Also ich glaube, das eine bedingt auch das andere. Wenn ich so an das Dorf meiner Eltern denke, da gab es früher eine Post, eine Kneipe, ein Konsum, eine Schule. Das ist alles zu, ne? Da gibt es gar keine Begegnungen mehr. Da gibt es auch gar keine gemeinsame Sprache mehr, ne? Also man redet, man weiß irgendwie ungefähr, der wählt AfD und der wählt AfD und der wählt die Grünen. Und die Leute gehen sich auch so aus dem Weg und die müssen auch nichts miteinander zu tun haben. Und ich sehe einfach, dass man... Also wie kann man das ändern? Ich glaube fast, dass diese Generation, so meine Generation, fast verloren ist und dass man sich eigentlich jetzt wirklich auf die Jugend konzentrieren muss und gerade so dann doch an Schulen und politische Bildung viel stärker investieren muss. Und gerade auch so Institutionen wie Landeszentralen für politische Bildung, die müssen halt raus aus Berlin oder aus Potsdam, die müssen halt wirklich auch in die Orte, aufs Land und da mit den Leuten reden, also anstatt immer nur über die anderen zu reden. Ich muss gerade an mein Heimatdorf denken, da weil ich mich gefragt habe, wer ist eigentlich, es ist ja mitentscheidend, wer ist in Anführungszeichen tonangebend, ne, an einem Ort. Also wer sozusagen, weil diese rechten Räume entstehen ja auch durch ein Vakuum, ne, dass sozusagen das dadurch, dass niemand sonst sozusagen diese Räume ja nutzt für sich, sind die sozusagen einfache Beute gewesen oder sind sie immer noch? Und in unserem Dorf war das die Pfarrersfamilie, die zugleich eine Musikerfamilie war. Und es ist unglaublich, was diese Familie geschafft hat sozusagen. Also sie hat sozusagen diese einfache Landbevölkerung auch in dreifachen Anführungszeichen auf die Bühne gekriegt. Die haben gesungen und gespielt und es gab Chöre en masse. Und das ist so meine, das sind so ganz prägende, klassenübergreifende Räume gewesen. Und das war sozusagen, also das war klar, das war sozusagen, damit, da konnte man streiten, aber so eine gewisse, ich will nicht sagen Niveau, das ist doof, aber also ein Ton war vorgegeben, dadurch, dass das einfach sehr präsent war und alle abgeholt hat. Das war für jeden und erstmal zugänglich und es ging in diesen Chören auch, es waren Amateurchöre, ne? Also es ging nicht darum, perfekt zu singen, sondern es ging darum, gemeinsam zu singen. Und auch diese, also so einen Kunst- und Kulturbegriff zu suchen, der sozusagen auch aus diesen Blasen herausgeht und ja, das ernsthaft und wirklich anspruchsvoll auch denkt und lebt. So, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Schlüssel, oder? Also wenn wir über Inhalte reden, welche Inhalte sind irgendwie relevant für solche Räume? Ich hab zum Mikrofon gegriffen, weil ich das so erschütternd fand, dass Sie gesagt haben, meine Generation ist verloren. Weil, also, das, jetzt haben wir ja gehört, wie alt wir sind. Also, man kann sich doch immer was Neues ausdenken. Sie sind noch viel jünger als ich. Ich meine ja jetzt nicht mich persönlich. Also, aber ich dachte, es ist ja so, wenn man sich die Wähler der AfD anguckt, dann sind das schon auch die Leute, die so Kinder und Jugendliche während der Wende waren, die jetzt so, also hauptsächlich so, sage ich mal so, 40 bis 55 oder so. Und die, wie will man die erreichen? Ich weiß das, also ich glaube auch, also selbst Leute im selben Ort finden keine Sprache, finden nicht mehr zueinander. Also da ist so eine Frustration, die ist auch nicht erst seit 2015. Quatsch, das ist viel, viel tiefer. Also eine Resignation, eine Unzufriedenheit, ein Gefühl, nicht gesehen zu werden, viel stärker. Also ich glaube gar nicht, dass es wirklich so stark wirtschaftlich ist. Ich glaube, dass es eher eine kulturelle und eine soziale Fremdheit ist. Und das hat sich über so viele Jahre entwickelt, dass ich glaube nicht durch eine Bürgerversammlung oder auch nur 10 Bürgerversammlungen oder durch, keine Ahnung, also ich sehe nicht so richtig, wie man das aufbricht, dieses Denken, was ich da auch diesen mangelnden Glauben auch an Politik und an das Verwaltungssystem, wie man das irgendwie jemals wieder herstellen kann. Na, die Idee des heutigen Abends, jedenfalls der Tagung darüber, wäre ja, indem man öffentliche Räume schafft. Und das kann natürlich... Habe ich ja schon gesagt, das ist keine Garantie, dass es gelingt, aber es ist vielleicht die Chance, dass was gelingen kann. Und ich will es vielleicht einmal konkret machen, weil ich war ja 6 Jahre lang auch für den ländlichen Raum zuständiger Minister in Schleswig-Holstein. Solche Orte, nicht natürlich unter ganz anderen auch psychologischen Voraussetzungen als in Brandenburg oder in Sachsen, aber solche Orte, wo die Sparkasse, dann der Edeka-Laden, dann die Post und dann der Arzt und dann die Apotheke dicht macht, die gibt es natürlich auch in Dithmarschen oder in Steinburg oder so etwas. Also das Problem ist anders, aber dann doch vergleichbar wahrscheinlich. Und was
damals durch ministerielle Programme versucht wurde, hochzuhalten oder neu aufzubauen, war zu akzeptieren, dass diese alte Infrastruktur, also Post, Sparkasse, Apotheker und so weiter, dass die nicht mehr reparierbar ist, aber dass man wohl was Neues schaffen kann. Und es gab dann sogenannte Markttreffs. Markttreffs heißt, einer von diesen Institutionen, in der Regel war es der Edeka-Laden, der war sozusagen der letzte, der mal dicht gemacht hat, die kriegten staatlicherseits das Geld für einen Umbau und Neubau ihres Ladens, wenn sie gleichzeitig ein Café eingebaut haben, also wo Leute dann auch Kaffee trinken konnten oder sich mal versammeln konnten und wo sie einen Sparkassen- oder einen Bankschalter und einen Postschalter gemacht haben. Also sie mussten sagen vier von diesen Sachen machen und dann hat die öffentliche Hand, also das Land Schleswig-Holstein in diesem Fall, die Umbaumaßnahme bezahlt. Betrieben werden musste es noch alleine, also es gab jetzt nicht dauernde Zuschüsse, aber die, keine Ahnung, was 300.000 Euro, die es gekostet hat, die wurden dann dafür aus europäischen Geldern plus Landesgeld ausgegeben. Von denen gibt es jetzt ungefähr 50 oder sowas in meinem Bundesland und andere Länder haben das dann übernommen. Und da, wo das dann passiert ist, sind erstaunliche Sachen passiert, weil die, auf einmal gab es wieder Kreativität und eine Art Gemeinschaftslust. Also eine Sache, die ich total raffiniert fand, war, dass diese Edeka-Leute dann auf einmal, keine Schleichwerbung, kann auch Rewe gewesen sein oder so etwas, ja. Aber die haben dann irgendwann, sind dann, weil wir ja auch immer Energiewende wollten, auf die Idee gekommen, sich ein oder zwei E-Mobile zuzulegen für das Dorf. Also haben sozusagen Share Mobility, heißt das ja jetzt plattdeutsch, angeboten und haben dabei erkannt, dass wenn sie eine Ladesäule haben, sie unter die Tankstellenverordnung fallen, was super für die war, weil sie dann die Ladenöffnungszeiten verändern konnten, was wiederum für so einen Ort, der, wo die Leute ja in der Regel gependelt haben, auf einmal ein Angebot da war, sich in diesem Café oder an der Ladentheke auch nach 20 Uhr zu treffen. Wie das jetzt arbeitsrechtlich ging, keine Ahnung. Ja? Ich hoffe, dass die alle Mindestlöhne bekommen haben und so. Aber jetzt für die Idee, da, auf einmal gab es dann ein gemeinsames Auto, man konnte sich da eintragen, es gab einen Verein und auf einmal ging das los. Ein kleiner Funke öffentlicher Raum hat zu ganz anderen geführt. In Dänemark, meinem Nachbarland, also jetzt nicht mehr, aber Schleswig-Holstein, meinem Nachbarland, hat man mit viel Geld sogenannte Kulturzentren aufgebaut im ländlichen Raum. Das heißt, man hat die Turnhalle, die Bibliothek, auch wieder ein Café, ein Gemeinschaftsraum mit freiem WLAN. Das ist in Schleswig-Holstein und wie in Deutschland überall wahrscheinlich schwerer möglich, aber in Dänemark ist das Netz irgendwie besser, mit einem Indoor-Spielplatz kombiniert. Das finden Sie reihenweise im ländlichen Raum. Die letzten Kuhdörfer haben ein total abgefahrenes, haben diese Zentren aufgebaut, was wiederum dazu führt, dass diese gemeinsame Samstagnachmittagserfahrung jedenfalls möglich ist. Also dass, wenn die Kinder beim Sport sind, die Eltern zusammensitzen und Kaffee trinken und wer will, geht auch noch in eine Bibliothek und da es freies WLAN gibt, hängen die ganzen Leute, die irgendwie datteln wollen, im öffentlichen Raum rum und teilen den zumindest. Sind auch wieder natürlich hohe Investitionskosten, aber ich meine, wenn man sich mal was, finde ich, Cooles überlegen würde für Deutschland in den nächsten 5 Jahren in jedem Dorf unter 3000 Einwohnern so ein Ding zu bauen, bisschen großspurig, weiß ich wohl, alle sagen dann gleich, wo soll die Kohle herkommen, aber das ist dann gleich Herr Fratscher in der nächsten Runde, wo das Kohle herkommen soll. Das wäre doch was. Also das wäre doch sozusagen eine Idee für einen öffentlichen Raum, der dann wieder Früchte tragen kann und dann kommt unsere Generation noch eine Chance. Ja, ich muss jetzt gerade, ich war letzte Woche in Eisenhüttenstadt, weil ich dann gerade an einem Text arbeite und da überlegt der Bürgermeister gerade, ob er die Bibliothek zumacht, weil sich das irgendwie alles nicht rentiert. Und weil die Gemeinde halt, die müssen seit, wie heißt das nochmal, Haushaltssicherungskonzept einreichen. Also die haben kein Geld, ne? Die sind eigentlich auf die Hilfe aus Brandenburg eingewiesen. Und dann sagt Herr Woidke, aber da kann ja jeder kommen. Wir haben hier noch x andere Städte, die haben auch Probleme. Also es ist, ich finde die Ideen super, sehe sie aber nicht in der Umsetzung. Also da ist noch viel Potenzial nach oben, glaube ich. Ja. Naja, klar, sie sind nicht in der Umsetzung. Das stimmt ja, aber sie sind ja da und sie sind erprobt und der Rest ist politischer Wille. Also natürlich kostet sowas Geld, aber darüber reden wir ja in der nächsten Runde wahrscheinlich, ne? Also die Frage, investieren wir in öffentliche Räume, heißt ja, investieren wir in Schulen, in Sporthallen, in Schwimmbäder, in Theater, in Bibliotheken und so weiter und so fort. Und wenn die Analyse richtig ist, und ich glaube, vor dem Hintergrund diskutieren wir ja, dass eine multiplere, vielfältigere Gesellschaft
möglicherweise auch noch eine reicher werdende Gesellschaft, in der Nervosität, sich dann noch vergleichen zu müssen, immer mehr auseinanderdriftet. Aber die Bedingung dafür, dass dieses Auseinanderdriften gestoppt wird, dass es einen orchestrierten Streitraum gibt oder so etwas, ja, öffentliche Räume sind, dann spricht vieles dafür, dass nicht nur als soziale Almosen, ja, da müssen wir noch was für Kuhdorf XY machen, sondern als tatsächlich politische Grundlage zu schaffen. Mir fällt auch tatsächlich wenig ein, wie sonst, also wie man einen gemeinsamen Diskurs wieder initiieren will, wenn man noch nicht mehr den Raum dafür hat. Das geht ja schon rein sprachlich nicht auf. Ja, ich würde aber auch noch dafür plädieren, dass man die Leute, die vor Ort schon sind, dass man die auch unterstützt, also nicht nur finanziell, sondern auch durch Besuche, durch Veranstaltungen, und dass man sich wirklich auf diese, also ich finde zum Beispiel interessant, es gab jetzt auch in vielen ostdeutschen kleineren Städten Fridays for Future Demonstrationen, das ist eine neue Entwicklung und dass man die wirklich, dass man mit denen was zusammen macht, darauf angeht, also da braucht man vielleicht noch gar keine neuen Räume, weil wir wissen ja, wie diese ganzen Verfahren in Deutschland sind, alles dauert immer ewig, ehe was umgesetzt ist. Aber so auch mal spontane Aktionen zu machen oder wirklich an die Leute sich auch zu wenden, die vor Ort da schon kämpfen und die da irgendwie eine Gegenöffentlichkeit auch gegen die Rechten darstellen wollen, das würde ich auch als gute Strategie sehen. Ja, jetzt sitzen wir natürlich auch wieder in Berlin, als alle lang und häufig in Berlin Wohnende, anwesend Seiende. Und nicht in einem kleinen Ort, weder im Ruhrgebiet noch in Brandenburg. Genau diese Blasenbildung, die ja auch häufig genannt wird, die es sowohl im physischen Analogen gibt, wie auch im Digitalen vielleicht dort noch stärker. Als Schriftstellerin ist man ja viel unterwegs, wenn man nicht gerade Bücher schreibt. Weil man glaubt ja immer von außen, dass Schriftsteller eigentlich Bücher schreiben. Meistens reisen sie eigentlich rum, um diese Bücher dann vorzustellen. Bist du auch viel durch kleine Orte gereist? Und kannst du, wenn ja, ein bisschen davon erzählen, ob sich da die Diskussion anders angefühlt, anders angehört hat, als in Hamburg, München, Berlin? Also ich bin nicht nur durch viele kleine Orte gereist, sondern auch in viele kleine Orte oder an viele kleine Orte. Anders insofern, das fällt mir jetzt auf im Nachdenken, dass ich ganz häufig das Gefühl hatte, die Leute wollen mir ihre Stadt oder ihr Dorf oder ihr, also Dorf nicht, ihre kleine Stadt zeigen. Die wollen zeigen, guck mal, das und das und das, das funktioniert, das ist toll, das machen wir. Wo war ich zuletzt? In Waren an der Müritz. Gibt es eine wunderschöne Initiative, Waren hilft. So eine Art Bürgerforum mit Café und Kino. Und ich hatte dieses Bedürfnis, zeigen zu wollen, dass da was geht, dass da eben nicht nichts geht. So, das hat sich mir so aufgedrängt. So. Ich glaube, in jeder Diskussion, die ich geführt habe, kam früher oder später das zur Sprache, was wir auch schon angerissen haben, nämlich die Sprache. Also wie können wir denn überhaupt miteinander sprechen, auch übereinander, aber miteinander? Und ich dachte gerade bei dem, was du sagtest, mit der verlorenen Generation, ich dachte so, also Investition in Jugend- und Kulturarbeit schließt sich ja überhaupt nicht aus mit Erwachsenenbildung. Und ich finde, Erwachsenenbildung ist unglaublich wichtig geworden, weil wir so viel lernen müssen. Also es sind so viele Veränderungen, Diskurse, und das macht ja auch etwas mit der, also nicht nur auf Wissensebene, sondern eben auch auf Sprachebene. So dieses Bewusstsein auch dafür stärker zu bekommen, wer ist denn mein Gegenüber? Mit wem rede ich denn da gerade? Wo bin ich? Mit wem rede ich? Und sich eigentlich dazu auch zu ermutigen, sich selbst zu übersetzen, hatte ich mitunter das Gefühl. Also nicht sozusagen von oben nach unten, aber vielleicht auf ein Publikum hin, das sozusagen an einem ganz anderen Ort ist, ganz anders denkt, ganz andere Konzepte und Settings und sowas hat, und sich zu überprüfen in seinem Sprechen. Das scheint mir irgendwie wirklich super wichtig. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also in Schulen, es gibt ja so eine Überlegung, Empathie als Schulfach oder Solidarität als Schulfach. Also so
Metakonzepte. Ich weiß nicht, da kriegt man gleich so Beklemmungen oder denkt, hier wird etwas aufoktroyiert oder so. Aber ich habe das Gefühl, solche Meta-Tools, die sozusagen Gemeinschaft nicht lehren, aber lernbar machen oder so, irgendwie müsste man darüber mal nachdenken. So. Oder auch sich überhaupt erst eingestehen, dass ich für meinen Teil habe Gemeinschaft oder gar Solidarität nicht unbedingt gelernt oder nicht lernen müssen. Ich war überhaupt nicht in der Not, das zu lernen. Ich bin mit der internationalen Solidarität aufgewachsen. ja, das war das. Ich glaube, ich muss noch mal, also ich glaube, wenn ich jetzt so diejenige bin, die jetzt hier über den Osten redet, ich glaube, man muss einfach noch mal klar machen, diese verschiedenen Brüche und Erlebnisse und die Geschichte, die da in den Leuten drinsteckt, das ist einfach schon nochmal was anderes als in Westdeutschland. Und da sind so viele Sachen, die eigentlich aufgearbeitet werden müssen und ja, die eigentlich auch ein Forum bräuchten, auch öffentliche Räume bräuchten. Und ich sehe eigentlich nicht, also die doppelte Diktaturerfahrung, also es gab kein 68, es gab diese, also ich weiß auch, dass in Westdeutschland nicht jeder über seinen Nazi-Opa nachgedacht hat, aber es gab irgendwie reformatorische Konzepte, Reformpädagogik, also ein ganz anderes Nachdenken auch über das, die Organisation der Gesellschaft, das Individuum und so, was ist im Osten einfach nie gab. Und wir hatten auch gar keine Zeit, diese ganzen Sachen, die ihr wahrscheinlich in der Schule gelernt habt, Resolutionssprache, Demos organisieren und so. Das haben ja die wenigsten gemacht. Und die friedliche Revolution ist ja auch von sehr, sehr wenigen Leuten nur herbeigeführt worden. Die meisten Leute saßen zu Hause. Also da steckt einfach so viel drin, was von den Leuten ja auch nie bearbeitet wurde, was auch in den Schulen im Übrigen überhaupt keine Rolle spielt. Mein Neffe ist 15 in Brandenburg, der weiß eigentlich nichts über deutsch-deutsche Geschichte, weil der Schulunterricht mit dem Kalten Krieg endet. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie keinen engagierten Politiklehrer hast, der darüber redet, dann kommt das nicht vor. Du weißt also gar nichts über deine eigene Geschichte. Du hörst nur das, was deine Eltern sagen und deine Großeltern sagen. Die sagen, oh, wir haben die Arbeit verloren und wir können uns hier über nichts anderes entscheiden, als welchen Namen der Pennymarkt bekommen soll. Also was ich sagen will, da hat sich wirklich über die Jahrzehnte einfach so viel Frust, so eine Decke aufgebaut, durch die man irgendwie erstmal auch durchdringen muss und, glaube ich, die ein bisschen tiefer auch durchzubohren ist als anderswo, weil das Misstrauen doch sehr, 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 sehr groß ist und weil es so dieses Grundvertrauen in unsere gute Bundesrepublik irgendwie nicht so richtig gibt. Du sofort das wieder. Ich dachte an eine Sache, die Wolfgang Thierse gesagt hat, 90 oder 91, hat gesagt, wir müssen einander unsere Biografien erzählen. Also sowas, das Erzählen als sozusagen als, und das einander erzählen als so ein, ja, gemeinschaftsstiftendes Moment, ne? Das fand ich, oder finde ich immer noch so intuitiv richtig, ne? Aber wo geht das, wie geht das? Könnte eigentlich ganz einfach gehen, denke ich gerade so. Ja, aber es ist wirklich so, also ich bin da mit meinem Buch Eisenkinder viel unterwegs gewesen, im Osten wie im Westen, und es war einfach so komplett unterschiedlich, ne? Also im Osten geht es wirklich ans Eingemachte, da gibt es die Generationenkonflikte, da gibt es das unausgesprochene, Stasi-Geschichten, und im Westen war es ganz oft so Interesse, aber eher so da erzählt jemand was ganz Fremdes, was ganz Exotisches. Ich hätte auch wahrscheinlich über Buddhismus in Thailand reden können und die Leute hätten genauso geguckt. Und das ist ja jetzt noch nicht Jahrzehnte her, also das war vor Pegida, AfD und so. Aber schon, ich hatte so das Gefühl, da gibt es auch sehr, sehr wenig Wissen. Und ja, die Leute, die zu mir gekommen sind, hatten natürlich Interesse. Aber ich habe auch manchmal, also in Ulm saß ich, glaube ich, vor 3 Leuten. Und also hat man schon gesehen, dass es da einfach sehr, sehr große Unterschiede gibt. Darf ich dazu was fragen? Ich höre das und akzeptiere das, weil Sie ja da profunder drüber reden können. Gleichwohl würde ich politisch einwenden, dass so eine Art Traumatherapie der letzten 30 Jahre oder so zu lange dauert. Also meine Erfahrung ist jetzt, hin und wieder werde ich jetzt ja auch als Westdeutscher zu Archivöffnungen oder Buchvorstellungen eingeladen, die mit der 89er Zeit zu tun haben. Ich weiß dann immer nicht genau, was ich da soll, weil ich ja nicht Leuten, die die friedliche Revolution gemacht haben, erklären kann, was sie da gemacht haben. Das können die ja schon selber viel, viel besser, als ich das tun kann. Und ich rutsche dann eigentlich immer in eine Situation rein, die zwar einerseits sagt, okay, ich
schamvoll entschuldige ich mich dafür, dass jemand wie ich, der damals ungefähr so alt war wie die Leute, die diese Revolution angeführt haben, mich dafür echt zu lange nicht interessiert habe. Aber wenn ihr mich jetzt, also jetzt spüre ich, dass so eine Art, wie war das damals wirklich, Geschichte mich auch nicht abholt. Also was ich sozusagen immer erlebe ist, dass in der jetzt machen wir es gut und erzählen unsere Geschichte ein zweites Mal neu, wir erzählen uns unsere Biografien und so weiter, im Grunde in der Vergangenheit stecken geblieben wird. Und wenn man jetzt, weil Sie das gerade 69 sagten, wenn man über 69 mit Westdeutschen redet, ich meine, die ödesten Geschichten ist, dass mir irgendwelche Cohn-Bendits erzählen, wie 69 nun wirklich war und wie das in der Kommune so richtig hip war, das interessiert doch keine Sau. Aber wenn man sozusagen erzählt, was daraus politisch entstanden ist, wo die Verirrungen waren, was sozusagen heute, dass das am Kern auch eine Jugendbewegung war und was vielleicht die Wirksamkeit von Fridays for Future da, was man daraus lernen kann und was man daraus nicht lernen kann, wie das politisch übersetzt wurde, wo die Fehler waren, dann hört man zu. Also kann es nicht gelingen, die Geschichte von 89 als gesamtdeutsches Lehrstück zu erzählen, ohne diese Ostalgie da reinzubringen, jetzt rückwärts rum? Mich würde das catchen. Oder war das jetzt, habe ich jemanden verstört, wenn ich das frage? Das wollte ich nicht. Aber es wäre doch doof, wenn wir 30 Jahre nach der deutschen Einheit, in der Phase, wo wir gerade sind, wo ja quasi wieder die Trennung zwischen Ost- und westdeutschen Bundesländern eingezogen wird, die Wiedervereinigungsgeschichte als ostdeutsche Geschichte erzählen. Das würde doch falsch sein. Das weiß ich nicht. Also Sie haben ja eigentlich gerade über eine strukturelle Blindstelle in einem politischen Narrativ gesprochen. Also kaum jemand weiß wirklich über den Osten Bescheid. Und ich finde es wirklich wahnsinnig schwierig, wenn darauf reagiert wird mit Worten wie Traumatherapie und man muss jetzt nicht mehr so lange weinen über Dinge, die schon lange vorbei sind. Und das ist eigentlich immer so bei jeder Form von Blindstelle, ob es nun Sexismus ist, ob es die Geschichte ist, die Sie jetzt erzählen, ob es um Rassismus geht, ob es um Homophobie geht, dass immer dann, wenn jemand darauf hinweist, da gibt es Dinge, da schauen wir nicht hin, da wird auch nicht drüber gesprochen, dass dann sowas kommt, dass dann Empfindlichkeit unterstellt wird oder eine Rückwärtsgewandtheit, ein nicht loslassen wollen. Und Sie haben eben gesprochen von 1989, wollen wir nicht eine gesamtdeutsche Erzählung an der arbeiten. Das kann ja aber nur stattfinden, wenn es zwei gleichberechtigte erzählende Partner gibt da drin. In 10 Minuten wird es fürs Publikum geöffnet. Das war jetzt eine mich aus dem Konzept bringende, nicht aus dem Konzept bringende, sondern mein Konzept natürlich. Aber darf ich auch noch mal was zu der Traumatherapie sagen? Ja, unbedingt. Also, weil, das ist ja eine schöne Catchphrase und das meinte ich aber nicht mehr. Also es gibt einfach wirklich ja große Unterschiede zwischen Ost und West, also richtige handfeste Unterschiede, also große Lohnunterschiede, große Rentenunterschiede. Bei der Vermögensverteilung gibt es riesige Unterschiede. Und es gab auch einfach, die 90er Jahre im Osten und Westen waren total unterschiedlich. In dem einen Land gab es kompletten Niedergang, Massenarbeitslosigkeit und es gab irgendwie die Treuhand, die ganz viele Sachen gemacht hat, die vielleicht gut waren, aber die auch irgendwie an der Deindustrialisierung mitgewirkt hat. Und da sind viele Fehler passiert und ich glaube, dass das jetzt nicht abendfüllend sein muss. Ich glaube, dass man einfach, das ist ja auch neu, dass man erstmal das aussprechen darf und dann nicht gleich irgendwie als nächstes irgendwie so als Vertreter der Linkspartei schief angeschaut wird. Jahrelang war das ja überhaupt kein Thema, dass man darüber reden konnte. Und das ist jetzt neu, dass wir das tun. Und ich finde das auch total wichtig, um mal den Osten ein bisschen zu verstehen.
dass es nicht darin münden soll, dass jetzt irgendwie jeder sein Süppchen kocht, das finde ich auch wichtig. Und ich halte auch nichts von dieser ostdeutschen Identitätsdebatte. Also wir Ostdeutschen und die bösen Wessis, gar nicht. Wir müssen was Gemeinsames finden. Und ich finde auch, friedliche Revolution ist was, worauf man gemeinsam in Deutschland stolz sein kann, was die Ostdeutschen da geschafft haben. Und erstmal anzuerkennen, dass es die Ostdeutschen waren, die das geschafft waren, nicht David Hasselhoff und auch nicht Helmut Kohl. Also das spielt jetzt irgendwie auch eine Rolle und klar, und dann müssen wir uns im zweiten Schritt das Gemeinsame aussuchen und jetzt irgendwie nicht sagen, ja, wir Ostdeutschen und ihr Westdeutschen, das stimmt schon, da haben Sie recht. Das war ein Schlusswort, nein, aber dann, jetzt habe ich diese 10 Minuten angekündigt, dass wir die jetzt noch geschlossen weiter diskutieren, jetzt müssen wir das knallhart durchziehen. Aber es war tatsächlich fast eine Art Schlusswort. Aber jetzt bin ich schon einmal aus meinem Konzept rausgerutscht. Jetzt versuche ich mich zum Schluss nochmal dran zu halten und noch einen letzten Schlenker zu machen zu dem Punkt, der auch schon genannt wurde, der schon da war oder über den wir gerade auch teilweise geredet haben. Die Frage nach den einzelnen Blasen. Also wer erzählt wem welche Geschichte? Erzählen diejenigen sich selbst die Geschichte, die ohnehin unter Gleichgesinnten sind, erreichen wir noch Leute, die eine andere Meinung haben? Wie sehr schließen sich einzelne Zirkel ab? Und natürlich das Wort Internet passt dazu. Die Frage, inwiefern auch etwas wie Facebook, was ein Konzern ist, ein Konzern mit eigenen Interessen, aber natürlich eine Plattform, in der sehr viel politischer Diskurs auf sehr unterschiedlichen Niveaus stattfindet, inwiefern das natürlich diese Blasenbildung weiter verstärkt. Oder ob die ohnehin schon immer so war und beim Stammtisch haben sich ja auch nicht alle getroffen, die sich nicht ausstehen konnten, sondern da haben sich die Grüppchen alle 2 Wochen getroffen, die sich ohnehin mochten und verstanden haben. Aber was wären Strategien, da wären wir auch wieder bei der Sprache, da wären wir wieder bei der Frage, ist es sinnvoll, in Schulen sowas wie Solidarität stärker beizubringen oder ist es nicht sinnvoll, vielleicht sowas wie das Gymnasium abzuschaffen, weil da sowas wie Entsolidarisierung vielleicht ohnehin, das ist jetzt nur eine ins Blaue hineingesprochene These, aber weil da natürlich eine bestimmte Hierarchisierung durch ein höheres Bildungsniveau bereits einsetzt. Und wenn ich an meine Schulzeit denke, waren die Klassen mit wenigen Ausnahmen recht homogen. Und auf dem Gymnasium wurden wohlhabende Kinder immer ganz gut durchgebracht, weil zur Not noch 10 Nachhilfestunden finanziert wurden. Und die nicht so wohlhabenden Kinder, die sehr begabt waren, ging auf die Realschule. Also das heißt, die Frage, wie verbinden wir die vereinzelten Blasen, die sich stärker ausbilden im Analogen wie im Digitalen? Ich habe keine Lösung. Ich glaube nur, dass es erst einmal wirklich ein genuines Interesse daran geben müsste, das tun zu wollen, und eben Interesse klingt schon so wahnsinnig luxuriös wieder. Ich würde fast eher sagen, eine gefühlte Not, so existenzielle Not, vielleicht auch im Hinblick auf etwas, was man gemeinsam erreichen muss. Also so Klima ist das sozusagen so naheliegend, weil alle leben auf diesem Planeten. Also es ist ja eigentlich so einfach, ne? Sozusagen. Das ist ja das uns alle Verbindende. So, aber da, ich weiß nicht, also wer stiftet freiwillig diese Räume, und eben freiwillig klingt dann schon wieder so luxuriös. Ich habe keine, müsst ihr machen. Die analoge Antwort wäre, natürlich haben Sie recht, dass eine Aufteilung nach der 4. Klasse und im Grunde häufig entlang der Frage, wie viel verdienen deine Eltern oder aus welchem kulturellen Hintergrund kommst du, und das entscheidet dann darüber, wie dein Lebensweg die nächsten 70 Jahre weitergeht, sich eigentlich aus grundsätzlichen Gründen verbietet.
Also vieles spricht dafür unter der Prämisse, wie wir diskutieren, dass gemeinsames Lernen so lange wie es geht organisiert und zusammenbleiben wird. Also ja, bis zur 10. Klasse und dann irgendwann muss man ja wahrscheinlich einen Strich ziehen und die Biografien gehen auseinander. Das werden die aus, oder ich kann das jedenfalls aus meinen Beobachtungen kennen, da wo das passiert ist, haben auch noch die 25-jährigen Kontakthandwerker mit Juristen oder und so weiter. Aber da jetzt im Moment verlieren wir dann einfach die Gemeinsamkeit. Und dazu ist ja gekommen, dass nochmal ein anderer Ort, wo solche Milieubildungen übersprungen wurden, nämlich Bundeswehr und relativ gesehen Zivildienst auch abgeschafft worden. Also faktisch ist mit 10 Jahren, 11 Jahren, wird in den meisten Fällen entlang von sozialem Status eine Gesellschaft aufgeteilt. Das kann ja nicht richtig sein. Das heißt aber auch, gelernt wissen alle Bildungspolitiker und alle Landespolitiker, weil ja Bildung immer föderale Angelegenheit ist, dass wahrscheinlich kaum ein Thema so ideologisch aufgeladen ist wie das deutsche Gymnasium, das dreigliedrige Schulsystem. Und vermutlich ist es in pragmatischer Hinsicht der falsche Rat zu sagen, den Kampf führen wir jetzt. Meine Erfahrung wiederum jetzt als Landespolitiker ist, wenn du genug Mittel bereitstellst und nur die Möglichkeit schaffst, dann bricht das System an anderen Stellen ganz auf. Also in Schleswig-Holstein war es so, und das hat dann Nordrhein-Westfalen übernommen, dass man gesagt hat, für den ländlichen Raum schaffen wir die Freiheit, Gemeinschaftsschulen einzuführen. Und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern damit die Kinder nicht so lange Schulwege haben. Damit in den, die Orte waren zu klein, um ein Gymnasium, eine Realschule und so weiter zu haben, aber eine Schule ging. Aber das muss dann eben auch eine Schule sein, wo dann alle hingehen durften. Und als das ermöglicht wurde und die finanziellen Ressourcen, die natürlich nie gereicht haben, für ein paar Orte da waren, die Nachfrage war viel, viel größer, haben die ganzen CDU-Bürgermeister, die wahrscheinlich reihenweise auf ihren Parteitagen gegen die Abschaffung des Gymnasiums gewettert hätten, gesagt, das ist interessant, wir wollen Gemeinschaftsschulstandort werden. Dann haben wir ein attraktives Angebot, nämlich einen öffentlichen Raum für unsere Kommune. Und überall im ländlichen Raum sprießen dann diese Gemeinschaftsschulen, bis dann irgendwann die Landesregierung kein Geld mehr hatte. Ist wieder eine Frage von Invest natürlich. Also wahrscheinlich wäre der intelligenteste Weg in dieser analogen Frage, genug Gelder bereitzustellen und zwar planbar. Also das Bildungsbudget wächst jedes Jahr um so und so viel Prozent auf und ihr könnt damit machen, was ihr wollt im ländlichen Raum. Also jedenfalls machen, was ihr wollt, kann man ja im Bildungsbereich nie. Aber der Klassenteiler wird flexibilisiert und es ist möglich, mit gemeinsamen Lernen Schulformen zu machen. Das alleine, das ist, glaube ich, der pragmatischere Weg, dahin zu kommen. Und das Schulsystem sozusagen von innen wieder egalitärer zu machen. Und im Internet, finde ich, stellt sich die Debatte anders, denn man glaubt zwar, Facebook, Twitter, Instagram in Phasen auch, ist ein öffentlicher Raum, kann ja jeder da mitmachen und man kann sich für umsonst ein Konto einrichten. Stimmt aber nicht, denn man zahlt einen Preis, das sind unsere Daten, das wissen Sie alle und das, was wir alle, wahrscheinlich die Heinrich-Böll-Stiftung auch, meine Partei, der Deutsche Bundestag, ich weiß nicht wer, immer vorgaukelt, nämlich auf unseren Homepages sind immer diese Icons drauf, ist im Grunde Schleichwerbung für hochkommerzielle, milliardenschwere Unternehmen. Wir glauben nur, es ist ein öffentlicher Raum, ist es aber gar nicht, sondern er ist natürlich ein organisierter, hochprivatwirtschaftlicher Raum, der ja letztlich so funktioniert, dass wir alle dazu verleitet werden sollen, möglichst viel zu klicken, zu teilen, zu disliken, zu liken und so weiter. Und das funktioniert, das wissen aber auch wahrscheinlich inzwischen alle, indem die möglichst erfolgreichen Instinkte angesprochen werden. Und das ist, wunderbar, sind die negativsten Instinkte. Deswegen hat man mit einem Tweet, wo drin steht, heute Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen, war eine interessante Diskussion, muss ich mal drüber nachdenken. Und besonders interessant fand ich die These über öffentlichen Räume, keine Chance, irgendwelche Öffentlichkeit zu bekommen. Das interessiert keine Sau, sie werden keinen Klick, das läuft einfach durch. Und jeder von uns, das kann mir keiner erzählen, der irgendwas twittert, guckt nicht, wie ist das Ding gelaufen. Also sind Sie immanent verführt zu schreiben, heute Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen, Robert Habeck gesehen, was für ein Volltrottel, was für ein Idiot, den Typ kann man kaum ertragen, was für ein beschissener Abend, da gehe ich nie wieder hin. Da werden Sie Resonanz drauf kriegen. Also Sie sind sozusagen verleitet, Sie können auch das Gegenteil schreiben, aber Sie müssen überzeichnen. Es muss sozusagen Aggression auslösen, damit das ganze Ding läuft. Und das ist das Gegenteil von öffentlichem Raum. Das ist vielleicht der Idee nach
öffentlicher Raum, aber eben nicht ein demokratischer Raum. Und deswegen wäre es, finde ich, zwingend eine Aufgabe, dass man entweder die Regulatorik so nachschärft, dass da sozusagen eine gewisse Form von Gleichheit herstellt. Noch interessanter wäre die Idee, ich meine, wenn man analoges schon überträgt, dass man einen Raum mit demokratischen Algorithmen schafft. Dass man tatsächlich einen Raum schafft, wo nicht diese, wo öffentliche Kommunikation wie früher auf dem Marktplatz sozusagen zwar geregelt, aber tatsächlich egalitär stattfinden kann. Also ja, wenn es sozusagen ein cooles europäisches Projekt gäbe, dann ein europäisches Twitter, das nach demokratischen Prinzipien funktioniert und nicht nach kommerziellen Prinzipien. Das wäre mal eine Ansage. Jetzt wären die 10 Minuten um auf, und jetzt dürfen Sie sich melden. Eine Meldung sehe ich hier schon, die habe ich ganz früh gesehen. Wir sammeln so 5, 6 und sind alle wahnsinnig dankbar, wenn Sie kurze, präzise Statements oder Fragen uns darbieten. Sie da vorne waren, Sie haben sich schon vorhin gemeldet. Und da hören Sie mich, ja, Thomas Hörst. Ich definiere mich als schwarzer Deutscher im Unterschied zu den weißen Deutschen, die hier sitzen. Ich gehöre auch einer Argumentation an, die sich als schwarzer Deutscher identifiziert. Und die grundsätzliche Frage im öffentlichen Raum, sowohl jetzt im Internet als auch den wirklich physischen öffentlichen Raum, Ost oder West, meine Mutter ist eine Ossie, ja, ist 58 rübergekommen, also ich habe kein Problem mit Ossis, ne? Die mit mir allerdings, ist, was läuft in einer Thematisierung der Gefährdung für nicht weiße Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, ob sie jetzt weiße, schwarze Deutsche sind oder sonst woher kommen? Ja, was die Fragestellung angeht, wie können wir uns im öffentlichen Raum, so vor allen Dingen für unsere Kinder, ich werde mit Fragen konfrontiert in meinen Workshops, dass 12-jährige Kinder zu ihren Eltern kommen und sagen, Vater, ich gehe nicht mehr zur Schule oder Mutter, ich weiß nicht, ob ich lebend zurückkomme, weil es gibt irgendwelche NSU oder so, Nazis oder sonst was, und die sitzen bei mir in der Klasse. Das habe ich nicht erlebt. Ich bin ja 62, Dortmunder und so weiter. Aber ich bin auch überfallen worden. Also die Frage ist, denke ich, ziemlich klar. Wie können wir öffentlichen Raum sicher machen für nicht weiße Menschen in Deutschland? Danke. Wir haben jetzt viel diskutiert über den öffentlichen Raum im ländlichen Raum. Wir haben aber überhaupt nicht diskutiert darüber, dass auch die Zentren vielleicht ein Problem haben mit dem öffentlichen Raum. Ich finde, Berlin ist eigentlich der Prototyp dafür, dass es öffentlichen Raum ohne Ende gibt, ohne Ende. Aber dieser öffentliche Raum ist an vielen Orten inzwischen schon, ich sag mal, eine Zumutung geworden. Weil er verwahrlost, weil er nicht funktioniert, weil das Miteinander nicht funktioniert. Ich lebe die Hälfte der Zeit in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, die Hälfte der Zeit hier. Und ich bin ganz sicher, wenn ich mit den Leuten aus meinem Dorf hierher fahren würde, die würden schreiend wieder davonlaufen und sagen, diesen Dichtestress hier, diese Verwahrlosung, diesen Dreck, auch diese Trennung zwischen Generationen. Es gibt ja bestimmte Bereiche, wo man ja, als Mensch über 60 sich gar nicht mehr dazugehörig fühlen kann. Ja. Diese Frage, finde ich, gehört dazu. Und ich finde, dann gehört auch die Frage dazu, welche Verantwortung hat eigentlich die Politik, um bestimmte Rahmenbedingungen, nicht nur finanzielle, sondern auch bestimmte Rahmenbedingungen für den öffentlichen Raum sicherzustellen. Wunderbar, danke schön. Da, ganz weit hinten und hier sind, ich habe die Reihenfolge nicht genau gesehen. Hallo, mein Name ist Emma Hillerich und ich richte meine Anmerkung vor allen Dingen an Frau Rennefanz. Brandenburg, Eisenhüttenstadt, 90er Jahre, so viele Rechte. Ich habe lange im brandenburgischen Bildungsministerium gearbeitet und es gab in Brandenburg seit Mitte der 90er Jahre, soweit ich weiß, eine Initiative, die hieß Tolerantes Brandenburg. Und das waren wirklich viele Aktivitäten in den Dörfern, im Land, gegen rechts, mit der Bevölkerung dort. Ich weiß nicht, ob Sie davon was mitbekommen haben. Ich weiß jedenfalls, dass das relativ erfolgreich war und dass das auch tatsächlich das rechte Klima und auch die rechten Personen und deren Bestimmung gewissermaßen in den Orten stark zurückgedrängt hat. Also es hat durchaus von der Politik Initiativen gegeben dagegen. Und in Brandenburg, soweit ich weiß, waren sie auch zumindest eine Zeit lang relativ erfolgreich. Ich bin deswegen umso erschütterter, dass da jetzt die AfD Umfragezahlen und auch Wählerzahlen so hoch sind. Vielen Dank.
Vielleicht noch, ja genau, von ganz hinten. Ja, Albert Reinhardt. Also ich habe große, ist irgendein Echo drin, Rückkopplung oder was? Alles gut. Okay. Also ich habe vor über 35 Jahren hier im besetzten Haus ein Nachbarschaftshaus aufgebaut und mir ist dieser Gedanke sehr nah. Also da gab es ein Café, das war behindertengerecht und so weiter. Also ich habe nur gemerkt, dass halt diese sozialen Räume sozusagen für sich funktionieren, aber nicht auf der politischen Ebene. Und um diese Beziehung zu den höheren politischen Ebenen, also als politische, kulturelle Identität auszubilden, müssen wir den öffentlichen Raum Schule tatsächlich öffnen für die Schüler. Also das, was die Friday for Future Schüler gerade machen, sich diesen öffentlichen Raum zu nehmen mit dem wichtigsten Thema, das muss sozusagen institutionalisiert werden. Ja, wir müssen Schülern in dieser Entwicklungsphase, in der sich die Kultur im Kopf bildet sozusagen, also die Beziehung zu diesem System wird in dieser Phase gebildet. Und wenn wir das machen die jetzigen Jugendlichen, die nehmen sich das einfach, das ist toll, aber wir sollten es einfach auch in der Weise ermöglichen, dass die auch einen komplexen, also die einen Zugang zu der Komplexität der Wirklichkeit haben, indem sie ihre eigenen Erzählungen sozusagen für ihre Zukunft den politischen Parteien bzw. den Entscheidungsträgern nahelegen, indem sie halt Gesetzesvorlagen erarbeiten. Ja, das kann man altersgestaffelt machen für die 13-, 14-Jährigen auf kommunaler Ebene, dann auf Landesebene und dann auf Bundesebene. Man hätte damit einen geschützten Twitter-Raum, also eine geschützte eigene Öffentlichkeit, wo frei demokratisch über die Zukunft und die eigene Verantwortung sozusagen, also da bildet sich alles. Also ich kann das jetzt gar nicht vollständig ausführen. Danke. Genau, super, danke. So, die letzte, da Sie waren ganz schnell gerade. Okay, das Mikro kommt von der anderen Seite oder kommt auf jeden Fall. Dankeschön. Mariela Perner, spätpubertierende Frau mit männlichem Migrationshintergrund. Meine Sache, die ich fragen möchte, ist, Frau Rennefanz, Sie geben eine Generation verloren und da kriege ich auch Bauchschmerzen. Wenn ich davon ausgehe, dass der Robert Habeck vorhin gesagt hat, hier, dass mit diesen Rewe-Märkten hat mir eigentlich ganz gut, oder Edeka hat mir ganz gut gefallen, die Schulen in ländlichen Gebieten zentralisieren. Wenn wir so etwas als Programm letzten Endes auch kommunizieren, auch den östlichen Gebieten kommunizieren und ihnen eine Perspektive geben, wäre das nicht eine Maßnahme, da eben halt das programmatisch dementsprechend so zu kommunizieren und dann denke ich auch, dass wir die Generation wieder zurückkriegen könnten. Wäre mein Vorschlag. Dankeschön. Eine letzte Runde. Sabine Rennefanz, an Sie gingen zwei eigene Kommentare, Fragen, was nicht heißt, dass Sie anfangen müssen. Sehr gerne. Wunderbar. Genau, also mit der Initiative in Brandenburg, das finde ich gut und vielleicht, also freut mich das zu hören und natürlich gab es auch noch viele tolle andere Initiativen in den 90ern, die aber nicht zu uns gedrungen sind, weil es ist ja ein Flächenland, kann auch nicht sein. Ich hoffe, bitte? Ja, aber ich finde es toll, dass Sie das gemacht haben. Ich habe es trotzdem selber nicht erlebt und auch nicht in meiner Umgebung erlebt. Finde aber trotzdem gut, also und wünsche mir, dass es also die Arbeitsstellen gegen Rechtsextremismus und so, dass die auch weiter finanziert werden und dass es irgendwie Antirassismus-Trainings gibt in Schulen, womöglich sogar in Stadtverwaltungen und so. Das finde ich, könnte man wahrscheinlich noch viel stärker machen. Die andere Anregung, die Sie nochmal aufgenommen hatten, Rewe-Märkte und so auch als soziale Orte ausbauen. Ich finde das tolle Ideen. Ich würde mich so freuen, wenn das gemacht würde. Ich bin nur aber einfach von der Entwicklung der letzten Jahre, verzeihen Sie es mir nicht übel, aber ich bin da ein bisschen pessimistisch geworden. Und ich rede ganz viel mit Leuten in den kleinen Städten, in den Dörfern und merke selber, wie schwer das ist, da irgendwie ein Gespräch zu führen. Also ich selber werde auch so als Feindbild schon wahrgenommen. Also, und das ist... ich lasse mich da gerne irgendwie davon überzeugen, dass ich falsch liege. Ich hoffe es vielleicht sogar auch. Dann
nehme ich die drei Fragen Schule, Berlin und Sicherheit. Bei der Schule bin ich, also ich will Ihnen nicht widersprechen, weil das bestimmt hilfreich ist, jungen Leuten auch die Unterarbeitsschritte der Demokratie, also Gesetzesinitiativen schreiben und vielleicht auch die Verfahren, wie die dann in erster, zweiter Lesung, Anhörungen und so weiter bewältigt werden, nahezubringen und beizubringen. Es gibt solche ähnlichen Formen, Jugendparlamente und so weiter, gibt es schon. Und auch ich habe solche Beschlüsse dann des Jugendparlamentes regelmäßig. Ramona, du kennst das bestimmt auch. Alle Jahre kriegt man die dann vorgelegt und muss das ein bisschen kommentieren. Die eigentliche politische Kraft entsteht da aber nicht, sondern das, was Fridays for Future oder auch an anderen Stellen, Hambacher Forst, vielleicht jetzt einfach im letzten halben Jahr passiert ist, aber man kann das sicherlich über die Zeit tiefer machen, ist ja nicht das Lernen, wie Demokratie institutionell funktioniert, sondern wie Politik in der Machtfrage funktioniert. Also Fridays for Future ist ja sozusagen der Protest, und das haben die ja geschickt gemacht, sozusagen so viel die Grenze überschritten, dass sich genug empören und sagen, das darf man aber nicht schwänzen am Freitagnachmittag, so geht das nicht, aber eben nicht so weit zu gehen, dass alle sagen, das ist ja wohl irre, was ihr tut, so, sondern das ist ja genau sozusagen den schmalen Grat ausbalanciert zwischen öffentlicher Aufmerksamkeit und gewissermaßen Empörung erregen, aber so genauso viel Empörung erregen, dass man eigentlich mehrheitsfähig ist. So funktioniert natürlich Demokratie. Und das bedeutet ja letztlich, sich gegen die Vorgaben, gegen das gelernte Wissen von Erwachsenen oder von Parteipolitikern und so weiter ein Stück weit zur Wehr zu setzen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Am Ende passiert sowas eruptiv. Es spricht nichts dagegen, null. Ich will Ihnen überhaupt nicht widersprechen, dass wir demokratische Bildung und Kenntnisse und Praktika in Parlamenten und Parteien und so weiter, das soll alles gemacht werden. Aber die eigentliche Kraft entsteht aus Bewegung selbst. Ja, also aufstehen, die Sarah-Wagenknecht-Bewegung ist aus meiner Sicht nicht geflogen, weil eine Parteivorsitzende, die sich vor das Kanzleramt stellt mit einer gelben Weste, einfach keine Street-Credibility hat. Und andere Bewegungen, und dafür, und das in einer Zeit, das muss man ja mal sagen, was im September, zwischen September letzten Jahres und jetzt passiert ist, ist ja eine völlige Diskursverschiebung der gesellschaftlichen Debatte, die wir die letzten 3-4 Jahre gehabt haben. Und das hat eben keine Politiker gemacht, kein Parteivorsitzender, kein Parlament, keine Bundeskanzlerin, noch irgendjemand. Was gab es nicht alles? Die Demonstrationen in München und Berlin und Heilbronn und Hambacher Forst und Fridays for Future und Pulse of Europe und Volksinitiative hier Deutsche Wohnen enteignen und immer die Zivilgesellschaft. Und das macht man. Man muss sozusagen eher aufpassen, dass man sowas nicht kaputt macht, indem man das quasi politisch instrumentalisiert. Das ist das ist schwierig, aber ja. Zweite Anmerkung, natürlich gibt es Räume, wo man sich weniger wohlfühlt und wo man sich wohlfühlt. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, was Sie gemeint haben. Wenn es stinkt und die Ratten laufen darum, bin ich da auch nicht gern. Wenn es laut ist, Leute Skateboard fahren, Hip-Hopper auf der Straße tanzen, dann verstehe ich zwar auch nicht mein eigenes Wort, aber ich finde es irgendwie auch toll. Und deswegen würde ich denken, der öffentliche Raum muss so funktionieren. Also ästhetische Vorlieben haben alle, mehr oder weniger. Einige schätzen Parklandschaften und... Bitte? Das finde ich jetzt wiederum überhaupt nicht erschreckend, sondern ich wohne in der Nähe der Janowitzbrücke und freue mich jedes Mal, wenn ich Sonntagmorgen dahin gehe und die ganzen Gestalten aus den Clubs taumeln, das ist, und dann auf den Treppen hängen und was wie ein bisschen bleich im Gesicht und so weiter. Ich ärgere mich darüber nicht, sondern ich freue mich, dass die da irgendwie rumhängen können und hoffentlich nicht bereuen, was sie in der Nacht davor getan haben. Aber ich hätte mich jetzt auch keine Lust, mich dazuzusetzen. Aber das ist für mich okay, öffentlicher Raum. Ich wollte sagen, die Spielregel sollte eigentlich so sein, dass möglichst viele Menschen sich so frei bewegen können, wie sie wollen. Also anpöbeln, bespucken, hau ab, hier hast du nichts zu suchen. Das ist sozusagen der Schritt zu weit. Ansonsten lebt öffentlicher Raum davon, dass wir eine große Toleranz miteinander umbringen. Das ist, glaube ich, die Idee davon. Da müssen alle, glaube ich, einen halben Schritt zurückgehen. Und das schließt natürlich aus, dass jemand wegen seiner Hautfarbe, Identität, religiösen Orientierung, sexuellen Identität bedroht, diskriminiert, nicht zugelassen oder ausgeraubt wird. Und das bringt uns eigentlich zu dem Punkt, den Peter Siller nicht haben wollte auf dieser Tagung, nämlich Netze. Und wahrscheinlich müsste man sagen, öffentliche Sicherheit
gehört zu den Netzen einer Gesellschaft. Also, dass Polizei demokratisch funktioniert oder Ordnung demokratisch hergestellt wird und dass das Gewaltmonopol im Sinne einer liberalen Demokratie ausgeübt wird, ist die Bedingung dafür, dass Zusammenleben funktioniert. Und dass das offensichtlich nicht funktioniert oder man manchmal Zweifel daran haben kann, ist ein schlimmer Spaltpilz für die Gesellschaft. Also wenn man nicht das Vertrauen daran hat, dass das Gewaltmonopol demokratisch ausgeübt wird, dann zweifeln wir sozusagen an den Grundpfeilern unserer Demokratie. Das darf also mit Blick auf all die Sachen, die auch Sie angesprochen haben, NSU-Morde und so weiter und die Zweifel, die man daran haben kann, wieder aufgeklärt wurde und so weiter. Das ist natürlich, das zersetzt alles, was wir haben. Und es nimmt auch die Zivilcourage, also der Zivilgesellschaft, die Bereitschaft zu Zivilcourage. Umgekehrt jedenfalls brauchen wir das andere eben auch. Wir können uns halt, wahrscheinlich wünscht sich das auch niemand, dass an jeder Ecke in Berlin ein Polizist steht, der aufpasst, dass alles läuft. Aber dass das Vertrauen in die Funktionabilität der öffentlichen Ordnung dazu führt, dass wir uns dann selber uns auch der verpflichtet fühlen und Sie und alle anderen darauf rechnen können, dass wenn man angemacht wird, bepöbelt wird, was auch immer, rassistisch beleidigt wird, dass genug andere sich voreinstellen, das hängt eben auch daran und das ist wahrscheinlich die Notwendigkeit, die wir alle brauchen, dass wir als Zivilgesellschaft ein Mindestmaß an Solidarität dann auch denen gegenüber walten lassen, die bedroht werden oder Schlimmeres erleiden müssen. Du hast jetzt nur noch ganz kurz Redezeit, aber dafür ist es das Schlusswort, was es besonders wiederum aufwertet. Oh Gott, also fühl dich frei, gar nicht unter Druck gesetzt. Nö, gar nicht. Ich hatte was Dunkles auf den Lippen, aber das Schlusswort muss ja ein hoffnungsvolles sein. Es ist ja wichtig, dass wir dramaturgisch genau da enden. Ich wollte aber trotzdem noch zu der anschließend an den Beitrag sagen, ich fände das wichtig, dass sozusagen die Rassisten nicht immer die anderen sind, sondern man sich selbst eingesteht, dass man in rassistischen Strukturen sozialisiert wurde, so, und sich das irgendwie anschaut, so, und das nicht leugnet. So, ne? Das ist so wie mit der Ideologie, das sind auch immer die anderen. Können wir das Schlusswort zusammen machen? Ich schaffe kein Schlusswort allein, merke ich. Sorry, okay. Das ist... Dann mache ich es und es ist sehr schlicht. Es ist einfach nur, dass Sie jetzt alle 10 Minuten Pause haben, um zu tun, was immer Sie wollen, innerhalb der toleranten Regeln des öffentlichen Raums und des Raums dieser Stiftung. Und dann treffen wir möglichst viele von Ihnen wieder in diesem Raum. Und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Applaus